Schilddrüsen-OP im UKE. Ob der Knoten zweifelsfrei gut oder bösartig ist, muss so schnell wie möglich geklärt werden. Denn die Patientin wartet im OP unter Narkose auf den Befund. Jede Minute zählt. Verschickt wird das Gewebe mit der Rohrpost. 60 Sendestationen gibt es davon im UKE. Pro Woche werden 12.000 Rohrposthülsen auf die Reise geschickt. In weniger als 5 Minuten ist das zu untersuchende Gewebe so in der Pathologie. Dort erfolgt der Schnellschnitt. Wie der Name schon sagt, muss beim Schnellschnitt alles sehr schnell gehen. Wichtig ist natürlich beim Schnellschnitt die Zeit, weil die Patienten eben in der Narkose liegen und die Kliniker auch darauf warten, dass sie ein Ergebnis bekommen, um zu sehen, wie soll die Operation eigentlich weitergeführt werden. Wird die größer, die Operation, oder ist es wie geplant? Pro Stempel, also pro rausgenommenen Schnitt, dauert das 10 bis 15 Minuten. Und dann guckt man sich das an, was auch nicht sehr viel länger dauert, also auch im Sekunden-Minuten-Bereich ist, und dann wird sofort angerufen. Jedes Präparat erhält eine kodierte Kennzeichnung. So wissen alle Beteiligten, zu welchem Patienten welche Gewebeprobe gehört. Die Daten werden abgeglichen. Anschließend beginnt die Analyse nach den konkreten Fragen des Operateurs. Dafür wird die Gewebeprobe auf einen Metallstempel im Kryostat bei etwa minus 50 Grad Celsius gefroren. So bleibt die Gewebeprobe am Stempel fixiert. Nach einigen Minuten kann die medizintechnische Assistentin am gefrorenen Präparat hauchdünne Schnitte anfertigen. Der Schnitt wird dann auf Objektträger aufgezogen. Bei all diesen Vorgängen ist äußerste Präzision und Schnelligkeit gefragt. Anschließend erfolgt die Färbung. Beim Schnellschnitt wird die Hämatoxylin-Eosin-Färbung verwendet. Mit ihrer Hilfe können die Gewebestrukturen besser unterschieden werden. Hämatoxylin ist dabei ein natürlicher Farbstoff aus dem Blauholzbaum. Damit werden alle sauren Strukturen, insbesondere Zellkerne, blau gefärbt. Der zweite Farbstoff, Eosin, färbt basische Strukturen, vor allem Zellplasmaproteine, rot. Um einen Schnellschnitt exakt durchführen zu können, benötigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pathologie Routine und Fachwissen. Es gehört dazu wirklich viel Erfahrung, dass die makroskopisch das sicher beurteilen können und auch wissen, wie viel sie wissen. Also das heißt, wenn das komisch aussieht, wenn sie einen Verdacht eben auf Malignität haben, dass dann der Oberarzt sofort angerufen wird und dazugerufen wird, dass es dann nochmal makroskopisch mitbeurteilt wird und histologisch sowieso. Die Beurteilung eines Schnellschnittes durch den Pathologen stellt an sein Können hohe Ansprüche. Denn es stehen weniger Schnitte und weniger Farbnuancen des Gewebes zur Verfügung. Trotzdem erreicht ein erfahrener Pathologe in der Schnelldiagnostik eine Trefferquote von weit über 95%. In unserem Fall hat die Pathologie einen unauffälligen Befund des Schilddrüsenknotens ergeben. Die Patientin kann in wenigen Minuten den OP verlassen.